So mixst du mit deinem Thermomix den besten Rührkuchen in nur einer Minute. Hey, ich grüße dich hier wieder aus der Mein-Zaubertopf-Küche. Und wenn du uns schon länger folgst, dann weißt du, wir lieben Rührkuchen. Und in dieser Folge verrate ich dir auch, wie du aus unserem einfachen Grundrezept zig verschiedene Kuchen backen kannst. Und für den Rührkuchen brauchst du folgende Zutaten, und zwar Mehl, Zucker, Eier, Butter, ein bisschen Milch, Backpulver und eine Prise Salz. Und der Kuchen ist wirklich in 0, nichts fertig, denn es kommen alle Zutaten gleichzeitig in den Thermomix, werden eine Minute gemixt und dann geht es schon in den Ofen. Den Ofen habe ich schon vorgeheizt, und zwar auf 180 Grad. Die Backform fette ich gleich noch ein. Das komplette Rezept zum Nachlesen findest du wieder in der Beschreibung und natürlich auch bei uns im Zaubertopf-Club. Ich nehme hier 405er Mehl, kannst du aber auch mit 550er nehmen oder du nimmst Dinkelmehl Type 630. Dann kommt Zucker dazu, Eier. Wichtig ist auf jeden Fall auch beim Rührkuchen, dass alle Zutaten ungefähr die gleiche Temperatur haben. Also sprich, die Butter sollte die gleiche Temperatur haben wie die Eier und nicht vielleicht gerade ganz frisch aus dem Kühlschrank kommen. Butter. Dann kommt noch eine Prise Salz dazu. Backpulver, damit das Ganze nachher auch gut aufgeht. Und kleines bisschen Milch. Das Ganze wird jetzt einfach auf Stufe 3,5 für eine Minute gemixt. Und in der Zeit bereite ich schon mal meine Backform vor und fette die ein. Ich bestäube das Ganze auch noch mit ein bisschen Mehl. Ein toller Tipp ist übrigens auch immer, unser Backtrennmittel zu verwenden. Unseres ist hier gerade leider leer. Ich muss unbedingt Neues machen, aber guck dir mal die Folge dazu an. So, eine Minute, Stufe 3,5. Sehr schön, die Kuchenform ist schon mal eingefettet und bemehlt und unser Rührkuchenteig ist auch fertig und er sieht richtig super aus nach einer Minute. Ich fülle den jetzt wieder um, dafür nutze ich natürlich wieder meinen Lieblingsspatel. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du den auch zu Hause hast und den auch so liebst. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass du ganz viele verschiedene Kuchen daraus backen kannst. Du könntest zum Beispiel jetzt die Hälfte abnehmen und in die eine Teighälfte Kakaopulver geben. Dann kannst du einen tollen Marmorkuchen backen. Du kannst aber auch einen Papageienkuchen daraus machen oder einen Zebrakuchen. Dafür brauchen wir ja verschiedene Farben. Das heißt, du teilst den Teig in 5, 6 Portionen und färbst das Ganze ein. Du könntest natürlich aber auch Schokostücke mit unterheben oder Obst. Das machst du dann am besten einfach mit dem Spatel, damit das Ganze nicht zerkleinert wird. Und du könntest zum Beispiel auch einen leckeren Zitronenkuchen daraus backen. Dann machst du einfach noch ein bisschen Zitronensaft da rein und nachher dann natürlich noch für den Guss ein bisschen was. Man kann auch einfache Muffins daraus backen oder Apfelmus oder Marzipan mit in den Teig einarbeiten. Also du siehst, es gibt wirklich zig verschiedene Varianten für den Rührkuchen. Und schreib doch mal in die Kommentare, wie du deinen Rührkuchen am liebsten isst. Entweder ganz pur oder als Marmorkuchen. Richtig lecker finde ich übrigens auch, wenn du das in eine Springform füllst, eine Schicht Obst drauf machst und dann noch irgendwie Streusel oder noch geiler Baiser. Ich liebe das. Der Teig kommt jetzt auf jeden Fall oder unser Kuchen für 50 bis 60 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Habe ich ja vorhin auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Unser Kuchen ist fertig. Ich habe gerade schon eine Stäbchenprobe gemacht. Dafür einfach einen Holzstab reinstecken und wenn nichts mehr dran kleben bleibt, ist der fertig. Das hat jetzt ungefähr 55 Minuten gedauert. Ich hole den mal eben raus. Mega lecker. Bevor ich den anschneide, muss der natürlich noch abkühlen. Ich habe mir hier gleich schon ein bisschen Puderzucker hingestellt. Ich hatte erst überlegt, ob ich einen Zitronenguss mache, aber ich mag es ja gerne süß und deswegen Puderzucker. Eine dicke Puderzuckerschicht ist jetzt drauf und ich kann den Kuchen jetzt endlich anschneiden und probieren. Weißt du, was übrigens auch noch richtig lecker dazu wäre? Eierlikör im Teig. Das probiere ich vielleicht beim nächsten Mal aus. Aber jetzt geht's ans Probieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Guck bei uns im Club vorbei und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Also guten Appetit. Mmh. Mega saftig. Mmh. Du kannst Rührkuchen übrigens super gut einfrieren, am besten scheibenweise. Und solltest du den mal vergessen haben, abzudecken, kannst ihn einfach in eine luftdichte Dose tun für einen Tag, dann ist er wieder saftig. Und sollte er sehr trocken sein, gibst du einfach noch ein Stück Apfel dazu. Das gibt nämlich dann die Feuchtigkeit ab und dann ist dein Rührkuchen auch wieder schön saftig. Sehr, sehr lecker.